Willkommen zurück hier zu Punta Cana All You Can See. Wieder ein Video vom Strand. Wenn man in der Karibik wohnt, kommt das einigermaßen öfter vor. Für alle, die zum ersten Mal schauen, mein Name ist Angela. Ich wohne hier in Punta Cana, Bávaro, seit 20,5 Jahren. Und ich mache den Kanal Punta Cana All You Can See, um euch zu zeigen, was ihr hier machen könnt. Wenn ich Glück habe und mal in einem Hotel bin, so wie heute, wie das Hotel aussieht, wo man essen gehen kann, welche Ausflüge man machen kann, damit ihr euch im Vorab schon informieren könnt, was ihr hier in Punta Cana machen könnt. Schaut also ruhig mal rein in die Playlist, da gibt es schon einiges an Videos über diese Themen. Abonniert den Kanal, wenn ihr nach Punta Cana kommt. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der nach Punta Cana kommt, könnt ihr ihn auch gerne weiterempfehlen. Und heute zeige ich euch zusammen mit der Gondola das Live Agua hier in Overo Alto. Wir bleiben eine Nacht und genießen natürlich den Strand, die Sonne, das Meer, die Getränke, das Essen. Aber ich nehme euch auch mit, damit ihr wisst, wie es hier aussieht. Und jetzt gehen wir los. Live Agua, das Hotel nur für Erwachsene, hier am Strand von Overo Alto. Das Live Agua ist ein vergleichsweise kleines Hotel hier für Bávaro Punta Cana mit 347 Zimmern. Habt ihr entweder Poolview oder Gardenview oder Oceanview, je nachdem, was ihr gebucht habt. Ihr könnt natürlich auch ein Zimmer mit Pool buchen, die sogenannten Swim-Up Suites, die gibt es auch. Neben dem Buffet Liberi, wo wir zum Frühstücken waren, gibt es natürlich auch Spezialitätenrestaurants. Uns hat ganz gut gefallen, dass man sich nicht anmelden muss. Man kann abends spontan hingehen und wenn es dann doch mal ein bisschen voller wird, dann machen die eine Warteliste. Wir haben nicht länger gewartet als mal 20, 25 Minuten. Geht man halt zurück an die Bar, nimmt noch einen Drink und geht dann essen. Wir waren essen im Che Rosé, das ist der Franzose, aber es gibt auch noch Mexikanisch, es gibt Italienisch, Japanisch, natürlich auch gibt es mittags den Peruana, sehr lecker, sehr zu empfehlen. Und die Sportsbar natürlich, wo es Snacks gibt und wo auch ein Fernseher ist. Es gibt die Wonderpool Bar, die ist zwischen den beiden langgezogenen Pools, oder die Poolbar, die Swim-Up Bar im großen Pool. Dann gibt es noch Munate, das ist hier in dem Gebäude in der Mitte zwischen den Zimmern. Ganz oben, das ist die Bar und wird im Augenblick auch als Disco benutzt, weil die andere Disco, die drinnen ist, noch geschlossen ist wegen Corona. Das trifft übrigens auch zu auf das Theater, das ist noch geschlossen. Allerdings werden andere kleine Veranstaltungen vorne auf dem freien Platz vor den Restaurants gemacht. Check-in war ziemlich schnell bei uns, geben einem einen Haufen Informationen. Eigentlich gibt es einen QR-Code, wo man alles lesen kann, Restaurants, wo die sind. Der ging bei uns leider nicht. Dafür war der Begrüßungsdrink umso besser. Rundblick durchs Zimmer. Was haben wir hier für ein Zimmer? Wie heißt das? Das ist ein Premium Poolblick. Premium Poolblick. Zwei Betten, ein riesiges Waschbecken, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das vielleicht auch die Badewanne ist. So groß ist es. Nein, natürlich nicht, kleiner Scherz. So, was wir ganz schön finden, ist hier diese Milchtüren. Hier ist eine riesen Dusche drin. Hier auch eine Milchtür, nämlich schön vor der Toilette. Unten alles mit frischen Handtüchern natürlich. So, machen wir mal unsere Führung hier weiter. Wir bleiben ja nur eine Nacht, so viele Sachen haben wir gar nicht bei. So groß ist der Schrank, aber wenn ihr kommt und zwei Wochen bleibt, hier alles dabei.
Bügeleisen, Bügelbrett. Bestimmt gibt es auch irgendwo ein Safe. Oh, hier geht es Licht an, wenn man die Tür aufmacht. Oh, ist eine Strandtasche drin. Sogar ganz schön. Ja, die kann auch nass werden. Ja. Wow, hier für die Wäsche zum Abgeben, Wäschetüten. Hier ist die kleine Küche, wo die Gundula heute Abend das Abendessen zubereiten wird. Ganz bestimmt. Gibt das hier auch auf? Aha. Da ist der Safe. Ist nichts drin. Was der ist, würde da, also mein Laptop würde da reinpassen. Mein iBook, Telefone, na, vernünftige Größe. Hier, mal so zum Vergleich. Wir haben ja früh morgens eingecheckt und sind deswegen auch noch zum Frühstück gegangen hier ins Liberi. Im Restaurant, wie ihr seht, ist Maskenpflicht, also wenn man nicht am Tisch sitzt und isst, wenn man rumläuft. Wir haben hier Buffet und zwar mit einer ziemlich guten Auswahl. Seit Corona wird auch hier in den Buffet-Restaurants in Punta Cana bedient. Man sucht sich halt aus, man zeigt oder sagt, was man haben möchte und dann gibt es Personal, die einem das auf einen Teller bringen. Arbeit. Ja. So, hier bei Punta Cana All You Can See, zwei Schweizer Zuschauer. Hallo. Hier? Hallo. Im, wie heißt es hier? Live Agua. Live Agua, ja, in Overo Alto. Ja. Genau, die sind auch hier im Urlaub. Könnt ihr auch machen, aber erst Video angucken, ob sich's lohnt. Lohnt sich's? Lohnt sich auf jeden ja? Fall, ja. Okay, genau, cool. Ja. So, wir sind hier am Strand vom Live Agua. Und was soll ich euch sagen? Es ist keine Liege frei. Es ist um mittags rum, wird so 11 sein, vielleicht 11:30. Und wir können uns hier nicht hinlegen, weil es ist nichts frei. Aber hier naht schon Hilfe in Person des Pool-Concierge. So, der Pool-Concierge hat uns jetzt hier eine Liege organisiert direkt vorne im VIP-Bereich. Salut! Am peruanischen Restaurant gibt es eine Warteliste, die jetzt 20 bis 30 Minuten dauert. Das ist die Vorspeise, die kommt ganz automatisch und das Menü, die Karte, also kann man mit dem QR-Code nur sehen, also habt bitte euer Handy dabei mit QR-Code-App. Gekühlter Champagner und Geburtstagskuchen, als wir zurückkamen aufs Zimmer, denn die Gundula hat hier ihren Geburtstag gefeiert. Das hier ist vorne im Bereich, wo die Restaurants sind.
Da ist auch eine kleine Bühne vor uns aufgebaut, da spielt Musik. Auch hier in den Restaurants braucht ihr euer QR-Code-App. Das Essen mit Augen. Buenas noches. Oben ist die Disco. Also das Hotel ist recht klein und übersichtlich. Wir finden das nicht so gut gelöst, weil die Musik halt einigermaßen schallt. Wer es nicht mag, der muss es trotzdem mit anhören. Guten Morgen. Ich war schon im Café Leim und habe mir einen Vanilla Frappé geholt, damit ich jetzt am Strand einen Kaffee trinken kann mit euch. Let's go. Halb 8 Uhr morgens, halb 8 Uhr im Paradies. Ich bin gerade mit der Bessie geflogen und ich war nicht die Einzige, hier sind noch mehr geflogen, aber ich bin die Einzige, die abgestürzt ist. Zack, gegen eine Palme. Zum Glück ist die Bessie ein kräftiges kleines Ding und ist gleich wieder hopp hoch in die Luft. Und wir haben beinahe gemacht. Ist ein bisschen was los hier. Ein paar Jogger, Spaziergänger, Sonnenaufgangsfotografen. Aber wie ihr seht, ist immer noch alles ziemlich ruhig hier, morgens um 7:30. Das Beste am Hotel, haben wir herausgefunden, sind die Leute, die hier arbeiten. Ein super Service, immer freundlich. Die gehen wirklich also jeden extra Meter, um den Leuten, die hier auf Urlaub sind, ja, unvergessene Ferien zu verschaffen. Hier am Live Aqua gibt es keinen Wassersport. Es gibt keine Kajaks. Kein Katamaran. Wer also da großen Wert drauf legt, dem sei gesagt, vielleicht kommt es irgendwann noch nach. Im Augenblick gibt es nicht. Ja, dass er Bescheid ist. Was ist hier? Schaut nebenan, hier am Dreams.
Das ist das Dreams Punta Cana. Die haben Wassersport, da ist auch ein Kajak draußen, da ist einer auf dem Stand-Up-Paddling. Und ja, die haben den Katamaran. Live Aqua hat es nicht. Vielleicht sieht es ja jemand vom Management und sagt, das haben wir total vergessen. Was sie haben ist, sie haben einen Rettungsschwimmer hier, den habe ich gerade gesehen. Der guckt halt aufs Meer und pass auf, ja, dass niemand ertrinkt eigentlich. Sehen aber alle ganz gut aus. Schaut mal, was schön ist hier. Keine Schwimmerzone, weil halt auch nicht so ein Bootsverkehr ist, wie es in Barbaro ist. In Barbaro Punta Cana, also Barbaro unten am Strand, gibt es ja viel Tauchboote. Da gibt es Parasailing, die fahren zum Schnorcheln raus, Glasbodenboot. Haben wir alles schon gesehen, das gibt es hier nicht. Und von daher braucht man hier auch nicht diese Schwimmerzone, damit die Leute nicht überfahren werden quasi. So sieht es aus hier oben am Leit Aqua. Das Leben kann schön sein. Das ist der Drink vom Live Aqua. Wir haben den auf Instagram gesehen. Fiel uns gerade noch rechtzeitig ein, aber bestellt. Ist lecker und sieht cool aus und ist in der kurzen Umgebung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick gegeben hier ins Live Aqua, das Video. Und hilft euch bei eurer Entscheidung, ob ihr hierher kommen wollt oder lieber nicht. Lieber woanders hingehen wollen, lieber ein größeres Resort vielleicht. Oder eins, was näher in Barbaro ist. Das Live Aqua ist ein schönes, kleines Resort. Wer es klein und übersichtlich mag, der ist hier echt gut aufgehoben. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal. Wir hatten hier zwei echt tolle Tage. Und wir werden gleich nochmal zum Peruaner gehen, zum Essen. Da war es echt lecker. Ceviche kann man nur empfehlen, bevor wir dann auschecken und wieder in die wirkliche Welt zurückfahren. Wer es noch nicht getan hat, abonniert den Kanal und verpasst nichts mehr hier bei Punta Cana und Ikenzi. Salut, Leute!